Wir sagen euch an. Wikis Adventspodcast der katholischen Kirche in Unna, Fröndenberg und Holzwickede. Mit Viktoria Schumann und Paul Mandelkuh. Heute am 16. Dezember öffnen wir das 16. Türchen unseres Adventskalenders und finden darin die Textstelle des heutigen Evangeliums, die wir unter Lukas 7, 18 bis 23 finden. Allerdings wollen wir das heute mal ein wenig anders betrachten und damit bin ich schon sehr gespannt, wie das aussehen soll. Glück auf, der Steiger kommt und er hat sein felles Licht bei der Nacht. Und er hat sein felles Licht bei der Nacht schon angezündet. Vielen Dank. Als du gerade bei unserem Gespräch vorab angedeutet hast, dass du dieses Lied singen möchtest, habe ich mich ganz besonders gefreut, weil ich zu diesem Lied eine besondere Verbindung habe. Das ist nämlich das erste Lied, das ich als Baby kennengelernt habe, weil meine Oma mir das damals in der Wiege immer vorgesungen hat. Von daher war das jetzt für mich ein besonderer Moment. Vielen Dank. Jetzt bin ich eigentlich sehr gespannt, wo die Verbindung zu unserer heutigen Textstelle ist, die ich am Anfang so groß angepriesen habe. Ja, danke dir, Viktoria. Du hast mir da eine gute Vorlage gegeben. Ich habe das Lied deshalb ausgesucht, weil ich finde, es hat eigentlich alles, was ein schönes Adventslied braucht. Es geht nämlich in allererster Linie zu Herzen und es gibt kaum einen Menschen im Ruhrgebiet, der dieses Lied nicht kennt. Es ist im 18. Jahrhundert entstanden, so als Hymne des deutschen Bergbaus und es ist ja heute, so kann man sicherlich sagen, auch zur Hymne des Ruhrgebietes geworden. Und du hast es gerade selber gesagt, es ist manchmal sogar das erste Lied, was den kleinen Babys vorgesungen wird. Die Bildsprache, die in diesem Lied zum Tragen kommt, ist ja genau die, die wir im Advent gerne vor allem in der Kirche, in den biblischen Texten betrachten. Das ist ja von Dunkelheit die Rede, von einer Nacht, die man so erfährt als Bergmann. Und damit ist nicht nur die Nachtschicht gemeint, sondern sicherlich die Bedrohlichkeit unter Tage, das tiefe Gespür, dass man im Grunde permanent unter Lebensgefahr arbeitet, besonders im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert. Und besondere Achtsamkeit braucht man sicherlich auch noch im Bergbau bis zur letzten Phase, wo er dann hochtechnisiert war und vor 2 Jahren ja die letzte Mal auch eingefahren wurde. Es wird zugleich auch die Erwartung nach einem Steiger in diesem Lied wach. Ein Steiger ist ja jemand, der Verantwortung für andere übernimmt, auf den sich die Kumpel gut verlassen können, der, wenn es Probleme gibt, eine Lösung sucht, der nicht lange herumredet, sondern zupackt und auf den sich die Kumpel blind verlassen können, dass er dafür sorgt, dass man auch wieder gut nach Hause kommt. Und für den Advent übertragen können wir sicherlich sagen, wenn wir uns vorstellen, Jesus Christus wäre so dieser Steiger für unser Leben, was für Erwartungen haben wir eigentlich daran? Und in der heutigen biblischen Textstelle, die Sie vielleicht heute Abend mal als Adventstürchen sich zu Gemüte führen, da wird genau diese Frage gestellt. Bist du es, der da kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Und diese Frage stellt kein Geringerer als Johannes, der Täufer, der Vorläufer für Jesus Christus. Das heißt, er war vielleicht auch von den ersten Auftreten Jesu irritiert, konnte das nicht so richtig zuordnen und lässt deshalb fragen, bist du es, der da kommen soll? Und Jesus gibt ihm eine besondere Antwort. Die können Sie vielleicht heute Abend selbst einmal nachlesen, bevor Sie sich selbst fragen, was erwarte ich eigentlich von Jesus Christus? Was sind so meine Dunkelheiten, in denen Jesus Christus Licht bringen möge? Was ist so meine Hoffnung, die ich auf ihn setze? Und vielleicht entdecken Sie dann eine kleinere oder vielleicht auch eine größere Schnittmenge. Ich wünsche Ihnen dabei viel Freude, Glück auf. Damit nochmal die herzliche Einladung an unsere Hörerinnen und Hörer, vielleicht in den kommenden Tagen mal wieder die Heilige Schrift zur Hand zu nehmen und die Textstellen ganz bewusst zu lesen.